der... Let's Plunder. Viel später als erwartet sind wir in diesem Hotel angekommen, genau wie es mir mit meiner Band auch immer ergeht. Jawohl, und diese Episode beginne ich direkt mit meiner Anekdote über meine Band. Das heißt, wer bei dem Trinkspiel immer noch mitmacht, das wir im ersten Teil schon begonnen haben, der darf jetzt schon sich rühmen, gut dabei zu sein. Ja, wir haben eine neue Location hier auf Blood Island aufgetan und wir können uns erstmal umgucken. Das heißt, generell, wir schauen uns erstmal alles an. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Ja, furchtbar. Das ist, wofür die Miss Cox sich wieder hergibt. Ne, das ist furchtbar. Spucknapf. Eklig. Ich schleppe nicht mehr die Spucke anderer Leute mit mir herum. Aus dem Alter bin ich raus. Okay, ja, gut. Ich noch nicht, muss ich sagen. Also ich mache das immer noch ganz gerne. Spiegel. Wir brauchten hier einen für den Leuchtturm, ne? Habe ich das richtig? Es ist das Bild von einem wirklich vertrottelt aussehenden Möchtegern-Pirat. Oh, warte mal. Dü-d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 ü. Aus dem Winkel kannst du doch gar nicht. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass der. Egal. Gewürzgurken. Gewürzgurken. Ich habe gerade gesagt, den Spiegel brauchen wir ja wahrscheinlich, aber den nehme ich nicht mit. Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Okay. Danke für die Info. Okay, den dürfen wir nicht mitnehmen. Dürfen wir die Gewürzgurken mitnehmen? Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Okay. Piratendrinks. Piratendrinks, okay. Nehmen wir das mit. Keine Beschwerde deinerseits? Beim Spiegel meckerst du und du, so wie du aussiehst, kannst du mir nicht erzählen, dass du da gerne reinguckst. Aber wenn ich dein Rezeptbuch mitnehme, das du als Barmann doch wahrscheinlich mal brauchst. Ja, vielleicht bist du auch so unfassbar gut, dass du die alle auswendig kennst. Aber wenn du dein... Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn du hier mit dem Kater liegst, dann bist du nicht so fit, dass du dein eigenes Limit kennst. Trinke verantwortungsvoll, mein Freund. Kannst du froh sein, dass Autos noch nicht erfunden sind? So. Das Kissen beginnt sich vom Barhocker zu lösen. Und wenn ich sage, beginnt sich zu lösen... Genau, auch keine Beschwerde seinerseits. Na bitte. Broschüren. Wir arbeiten uns so von links nach rechts durch. Er ist voller Big Whoop-Broschüren. Der Ort für Piraten und Möchtegern-Piraten. Nehmen wir mit. Was will ich damit? Ich war da schon. Da steht, Ihre Trinkgelder sind willkommen. Ja, her damit. Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Nein, mit der Krawall hast du gesagt. Naja. Da ist eine Gabel. Ich schaue die Gabel nicht an, weil dann sagt er nur, es ist eine Gabel. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Okay. Also nicht mitnehmen. Schade. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Das ist das Beste. Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Okay. Alles Sachen, die wir nicht dürfen. Poster. Da steht, sei ein Grogmann. Na, Grogmann. Hier haben wir noch ein Schild. Trink Grog. Okay, können wir die hier aufmachen? Ah, okay. Ich wollte hier noch gar nicht rein. Ich wollte es erstmal nur aufmachen. Aber jetzt können wir uns auch eben schnell umschauen. Ein Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Okay. Aktenschrank. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Okay, dann lassen wir es halt sein. Tür schließen können wir nicht wieder. Oh, ein Kühlschrankmagnet. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Nehmen wir mit.
Nein. Nein. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Schon so ein bisschen. Na gut. Dann haben wir hier alles. Genau, mit ihr hier wollten wir noch reden. Oder erstmal anschauen, wer das eigentlich ist. Madame Xema. Xema, Madame Xema, Madame Xema, Madame Xema! Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Man muss ja sagen, diese Wahrsagerin, ne? Also die Madame Xema und auch die Marielle, die haben ja eins gemeinsam. Die haben immer einen echt bequem aussehenden Stuhl. Muss ich sagen. Also ich wäre vielleicht auch eine Karriereoption für mich mal, weil ich bin ein eher gemütlicher Mensch, muss ich ja sagen. Sie ist eine sehr authentische Zigeuner-Wahrsagerin. Okay. Nein. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Ah, bitte. Die Augen. Sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Ja, ich suche den Ring. Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer. Und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Oha. Okay. Sag mir mein Schicksal voraus, sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Doch, Mann. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Okay, können wir es nochmal versuchen? Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut, wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Okay, da erinnere ich mich tatsächlich noch dran. Wir müssen... Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Wir müssen das, und nämlich, wieder glaube ich, einmal, es ist der Tod! Wir müssen nämlich insgesamt 5 von diesen Karten sammeln, glaube ich. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal! Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Nummer 4. Na? Ah, es ist so klein hier an der linken Seite, dass ich es gerade übersehen habe, dass ich schon mit der rede. Tod!
Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? So, jetzt haben wir 4, ne? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Oh, nur ein Auge, das ist neu. Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Du kennst ja Dämon! Okay. Das nehmen wir mit. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Haben wir schon versucht, mit ihm hier zu reden eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube aber auch, der redet nicht mit uns, weil der hat so einen Kater. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Der hat wahrscheinlich auch bei dem Meine Band-Trinkspiel mitgemacht. Das kann ich verstehen, weil normalerweise müsste so ein Barkeeper müsste ja eigentlich wissen, wo seine Grenzen sind. So, was haben wir hier noch? Tür 1, Tür 2, Fenster. Sofa. Boah, ist das Miss Piggy? Minervas Droneheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Okay. Wen haben wir hier noch? Es ist Graf Gaspacho Meistersuppe, der kaltherzige Konservendosenmagnat. Eieiei. Es ist die Herzogin Creme von Meistersuppe, eine der Nudelmeistersuppes. Ach ja. Ja, von links nach rechts durch, würde ich sagen. Es ist eine Tür. Es ist eine Tür mit einem Bullauge für die gewisse nautische Note. Oh, immerhin. Okay, wir haben alte Porträts. Ich kann den Flur sehen. Cool, das haben Bullaugen so an sich, dass man durchgucken kann. Sie ist bereits offen. Sie? Das Bullauge, das Fenster, das Loch. Die Öffnung vielleicht. Die Öffnung, aber Öffnungen sind immer offen. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Okay, können wir davon... Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Kann ich... Da fällt mir auch kein cooler Spruch zu eulen, muss ich sagen. Van Salat, das ist so ein bisschen... Ja. Nächste Tür. Sie ist verschlossen. Mist. Bequem. Ne? Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Na denn. Oh, da sind noch mehr Porträts. Die möchte ich noch eben anschauen. Peter und Victoria Soße Meistersuppe. Graf und Gräfin von Konsum. Okay, dann sind wir hier einmal durch. Glaube ich. Habe ich was übersehen? Oh, das Schild hatte ich noch nicht. Trab an, Guybrush. Kein Ausweis, kein Grog. Nur ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Menschheit. Oh, allerdings. Okay, wir brauchen ein Antikatermittel für den Typen. Ich glaube... Irgendwas mussten wir mit dem Rezeptbuch machen, das weiß ich noch. Ich glaube, da stand sogar das Rezept drin. Schauen wir mal an.
Rum Rogers Rumüberraschung. Ein Fass Rum, zwei Thermosflaschen Rum gewärmt, ein Messglas Rum, drei Schuss Rum, ein Teelöffel Wermut, Cilantro. Alle Zutaten mischen, mit Rum abschmecken, ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Das klingt nach einem vielversprechenden Rezept. Ich gebe das zu, ich würde das probieren. Sie haben einen eigenen kleinen Umblättopf-Pfeil gemacht, wie schön. Gelbbarts Baby. Messglas Wasser. 5 mm Phenylalin. Cilantro. Okay. Da, ist das das? Das ist, glaube ich, das aus dem Ausmarkierende 2, ne? Ach, guck, der, das ist da auch drin. Dann ist wahrscheinlich der Blauwal auch mit drin. Blauwal Deluxe gab es ja. Blütiger Stumpf, 3000 rum. Wie viel dieser Folge geht es extrem viel um Alkohol, muss ich sagen. Das wurde aber auch mal Zeit. In einem Piratenspiel. Mit einer rohen Kartoffelhälfte als Garnierung servieren. Köstlich. Ein Messglas Gin. Grüner Farbstoff Nummer 2, gelber Farbstoff Nummer 5. Warum grün? Egal. Soda hinzu. Mit Haken mixen. Ja. Authentisch. Stored for years in a powder keg, stirred around with a wooden leg. Ne? Schleim mit Tonic. Ah, genau. Das, Cilantro. Was haben die immer mit Cilantro? Ich muss zugeben, ich weiß nicht mal, was Cilantro ist. Oder ob ich das richtig ausspreche. Das könnte auch Cilantro sein. Aufgeblähte Zecke. Hier nämlich auch. Tequila trinken, übrige Zutaten kombinieren und wegschütten. Ja, ja. Einmal Saft von einem Lachs. Oh Mann. Sumpfzombie. Cilantro. Penicillin. Ah, erste Behandlung bei Piratenkater. Befreit von nebelte Köpfe. Ein Ei, Pfeffer und Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Okay. Alkoholempfindliche Patienten vor Einnahme einen Arzt konsultieren, nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen, macht sehr extrem schläfrig. Okay. Zirrhose, papapam. Anzeichen erkennen, Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein, Tod. Wenn die Symptome anhalten mit Alkohol. Okay. Blondbarts streng geheimes Ziel, Cilantro. Keksrezept mit Fliegenlarven. Ja. Diese Seite ist absichtlich leer. Sehr gut. Okay. Ein Ei, Pfeffer und Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Geile Sache. Wie kommen wir hier wieder raus? Hilfe. Ah, okay. Ja, ich glaube, bei der Folge habe ich richtig durchgekriegt. Ich muss, glaube ich, erstmal einen Schluck trinken. Ich müsste hier noch irgendwo irgendwas Rummäßiges stehen haben. Dem widme ich mich jetzt in aller Freude. Und wir sehen uns wieder, wenn wir uns um dieses Antikatermittel kümmern. Und das wird in der nächsten Folge sein. Bis dahin, gute Winde und weiter rocken. Ich bin so begabt in Abmoderationen, meine Herren.